Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, wir haben immer noch ein Stauproblem. Ein immenses Stauproblem, was sich nicht so einfach lösen lässt irgendwie, weil hier der Verkehr sehr komplex ist. Jetzt ist die Frage, ob wir das nicht ein bisschen umgestalten. Auch nochmal die Tunnelsysteme hier wegnehmen. Warte mal, ich habe dann so gerade eine Idee. Ich muss nochmal kurz Untergrund schauen, weil da ist noch der Untergrundtunnel. Genau, so. Denn ich habe da eine Idee ausgeheckt. Die führen ja alle ja auch hin und zurück. So. Was ist, wenn wir, das ist der Hinweg, wir müssen das jetzt mal kurz mal hier einzeichnen. Quasi der geht hier hin. So. Das müssen wir jetzt einmal umdrehen. Genau. Und dann teilt der sich. Der eine geht nach da drüben, der andere kommt von da. Also auch wieder diese One-Roads im Grunde. Dass man das jetzt hier zum Beispiel mal sichtbar macht. Okay, verlängern mal das hier noch um ein Stück. Das hier auch noch mal um ein Stück. Dann geht zum Beispiel einer direkt hier rüber. So, der hier geht direkt hier hin. Und das ist hier so hin. Während als ob ich dann unten jetzt drunter durchkomme. Warte mal, das kriegen wir doch gelöst, sicherlich. Es geht ja nur darum, dass wir von hier aus. So. Okay, nochmal andersrum, so. So. Und dann drehen wir das Ganze einmal um. So. Und können dann an der Oberfläche hier hin. Genau. Müsste passen. Da muss man sich jetzt halt entscheiden, wo man hin will. Oder man fährt halt auf die Autobahn. Nee, das geht ja auch. Doch, das geht hier auf und fährt dann hier wieder runter und wechselt dann die Spur. Oder man kann sich da was anderes überlegen. Aber fürs Erste sollte das dann sozusagen so ein bisschen helfen, wenigstens. So. Jetzt lassen wir es mal starten. Weil das sollte ja das komplette Fahrzeugsystem ein bisschen umdrehen. Und damit das hier auch ganz easy funktioniert und die nicht hier einfach umdrehen können, müssen die jetzt auf hier ausweichen, während die, okay, das ist relativ klar eigentlich. So. Hier müssen wir das denen noch einmal erklären, weil die natürlich jetzt alle auf die eine Spur wollen. So. Dann geht das jetzt nicht auch flüssig. Hier ist ja selbst erklärend sozusagen. Du kriegst die Erklärung, nach da zu fahren, und die drehen jetzt automatisch um. So.
Und somit sollte sich das ganze Problemchen so ein bisschen gelöst haben, denke ich mal. Sobald der Verkehr sich halt beruhigt. Jetzt kommt natürlich erst der ganze Stau, den wir erzeugt haben, muss ich erstmal auflösen. Und der geht ja bis North Dakota hier hinten. Aber im Gegensatz dazu ist das jetzt hier schon extrem flüssig geworden. Was ist natürlich die Frage, ob jetzt sollte man es hier in eine Doppelspur umwechseln. Damit halt noch mehr abfahren kann. Weil wir haben halt hier extreme Stauansammlungen und die gehen schon wieder bis irgendwo hin. Also allein der Verkehr, den sich jetzt hier mittlerweile aufgestaut hat, ist extrem. Und warum steht ihr? Ach, weil ihr auf die Autobahn wollt. Au, ja. Aber das Problem kann sich jetzt hoffentlich lösen, indem sich langsam hier da... Weil hier ist ja fast schon alles weg, wie es ausschaut, oder? Oder auch nicht. Habe ich hier wieder Ampeln übersehen? Ja, ich habe hier wieder Ampeln übersehen. So. Habe ich hier eine Einstellung gemacht? Nee, habe ich nicht. Kann ich? Geht das? Würde das funktionieren? Upgraden? Hier geht es nicht, weil hier halt zu nah dran... Ah, das kann ich doch ändern. Ich habe doch so schöne Dinger, mit denen ich von A nach B ziehen kann. So, jetzt ziehen wir das mal so nach da vorne. Dann ziehen wir den Punkt auch ein bisschen rein, den Punkt auch ein bisschen rein. Dann kann ich das doch jetzt sicherlich verändern. Ah nein, ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur das... Oh. Jetzt geht das wieder nicht. Jetzt kann ich aber wieder rein theoretisch nach da hinten das ein bisschen so verlegen. So. Nebeneinander. Und dann kann ich sicherlich... Warum kann ich das jetzt wieder nicht ausbauen? Ihre Ärsche, warum geht das nicht? Jetzt aber. Dankeschön. Ah, nee, auch nicht umdrehen, so. Jetzt biege ich die nicht wieder so, wie ich sie haben will. Warum bin ich jetzt? Facebook. Mit der Abfahrt geht es nicht relativ gut. So. Und dann gehen wir hier den Ansatz. Jo, ihr könnt von dort nach da. Und von dort nach da. Hier aber nur geradeaus. Hier müsste es so einen Button, Schnellbutton geben, dass du das auf die Schnelle machen kannst. Weil so nehme ich ein bisschen die Last... Oder ich sinke. Jetzt können sie sich natürlich direkt zuordnen. Und da sollen sie sich jetzt bitte auch nicht auf der Autobahn direkt zuordnen, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wo tun denn die schon wieder hier was machen? Du bist hier oder hier. Du bist hier. Du bist hier. So. Das ist für die jetzt Erklärung genug, scheint so. Es staut sich auch schon wieder. Also, der Grund hat sich's gestaut. Es scheint nicht schlecht zu sein. Es löst sich extrem gut auf. Es kommt natürlich auch extrem viel wieder rein, aber es geht, es läuft. Ich glaube, wir tun jetzt einmal nochmal, okay, Verkehr löschen, weil jetzt haben wir das System hoffentlich geknackt. Das Problem ist, wie viel Bus-LKWs allein da drauf schießen auf einen Schlag. Die fahren natürlich jetzt einmal außen rum. Wo stehen denn die schon wieder? Ah, okay, da kommt noch ein bisschen was. Ich glaube, die Grundidee ist ja gar nicht mal so doof. Das Problem ist halt, wie viel LKWs allein schon wieder hier unterwegs sind auch. Obwohl, ich glaube, hier, das ist... Warum? Ihr könnt da ruhig schneller machen, es ist euch schon gewiss. So. Ab geht's.
Jetzt staut sich dann meine Industrie auf und die bringt mir natürlich, das ist das, was mir eigentlich die Kohle bringt. Glaube ich. Mache 17.000 plus. Ich bin ja bei 2 Millionen schon. So. Die Frage ist, ob man die Autobahnauffahrt vielleicht nicht auch vergrößert. Dann setzen wir die aber ganz ein bisschen um. So, dass wir hier auch gut hinkommen. Und dann würde ich mal sagen, hier auch ein Upgrade drüber. Auf jeden Fall kann man hier schon mal ein Upgrade drüber ziehen. So. Warum geht es da schon wieder nicht? Weil es wahrscheinlich immer noch zu flach ist. Geht doch so. Wieder umcreaten. Dann können wir das rein theoretisch zu einer dreispurigen sogar machen. Ey, ich klinge, als ob gerade der Weltuntergang eingegangen wäre. Und die wissen jetzt nicht, wie sie fahren sollen, oder wie? Dann geben wir hier dem mal eine Anleitung. Es ist ganz, ganz simpel. Einer geht hier hin, der andere geht hier hin. Die anderen zwei gehen so. Jetzt müssen die natürlich umsortieren, aber jetzt tun wir denen hier die Möglichkeiten so ein bisschen einschränken. Indem wir denen sagen, hey, ihr dürft nur noch zwischen zwei jeweils einer Spur maximal wechseln. Und das auch überall. Ich muss ja nur die äußere ändern, ne? Weil die innere ist ja wurscht. Die innere darf ja eh überall hin. Und ich mache das schon die ganze Zeit so. So, und hier. Entweder dort oder da. Brauche ich auch hier so oder hier. Ich tue jetzt mal was verändern, und zwar sage ich der mittleren Spur, sie darf nur nach da draußen. So. Weil sie kann ja eh auf der Autobahn auch noch wechseln. So, jetzt müssen die so fahren. Das sollte den Verkehr um einiges anregen, auch wenn fast keiner da ist. Warum seid ihr so langsam? Ich glaube, die muss ich mal die Regeln hier erklären. Gas geben. Gas geben. Gas geben. Volldruck. Es kommt halt, wenn man so viele verschiedene Kreuzungen hat am Ende. Dann wollen die alle auf einmal langsam sein irgendwie. Wenn kein Stau entstehen kann, kann auch hier nichts schief gehen. Ha, so. Und hier haben wir das genau dasselbe Spiel. So. Warum haben wir denn jetzt schon wieder einen Stau? Jetzt habe ich den Scheiß extra ausgelagert und irgendwie staut sich das immer noch. Was mache ich denn falsch? Habt ihr dafür eine Idee? Ich bin jetzt echt gerade zu blöd. Tu jetzt dann nochmal hier. So. Irgendwas muss ja da rein theoretisch sein, ne? Ne, das wollte ich jetzt gar nicht. So.
Da müssen die nicht von Anfang an jetzt entscheiden. Fertig, aus. Das macht das Ganze so ein bisschen schneller. Auch wenn irgendwie 90% davon noch da drüben muss. Dann sagen wir hier da drauf, das gerade. Da ganz easy. So. Und aus irgendeinem Grund. Ah ja, haha. Nope, nope. Sie versuchen es echt bei jeder Kleinigkeit. Das sind wie, ist wie Kleinkinder. Du sagst nein und sie machen es trotzdem. So. Verkehrsstauproblem hier auch aufgelöst. Die LKW-Massen rollen. Und wenn ich von LKW-Massen rede, meine ich auch LKW-Massen, wie es ausschaut. Ach du heiliger Scheiße. Vor allem, das werden ja auch nicht weniger. Das ist ja das Witzige dran. Jetzt stehen die wieder hier, weil sie hier abfahren wollen. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist aber eine scheiß Idee. Ich muss nur da hinten den Verkehr geregelt kriegen, dann ist das schon okay. So schwer kann das nicht sein. Eigentlich, ne? Ja, vielleicht sollte ich mich da einfach mal ein bisschen rumprobieren. Aber rein logisch dürfte dann nichts falsch laufen, weil die fließen rein, machen deren Jobs. Warum zur Hölle die jetzt auch immer stehen? Naja, hier gibt es ja so viel. Ich hasse es. Vielleicht sollte ich jetzt doch nochmal so ein paar Linien hier durchziehen. Das wäre jetzt vielleicht doch gar nicht so doof. Weil ich halt hier ein bisschen Industrie. Aber das ist ja eigentlich nicht das gute Industrieviertel, was ich hatte. Machen wir mal was ganz Doofes. Ich probiere jetzt einfach ein bisschen doofe Sachen aus. So. Und die lassen wir jetzt mit hier einschleusen. So. Scheint, als sich hier was Neues ergeben hätte. So und so. Rein logisch können die so direkt auf die Autobahn noch aufschließen. Dann haben wir da nicht ein bisschen Ruhe. Und jetzt ist genau das ein, was ich irgendwie vermutet hatte. Jetzt staut sich es dadurch, dass halt so viele in den anderen Bereich wollen. Und dadurch ist für die das natürlich alles ein Problem, weil alles staut. Wie ist es, wenn ich hier noch eine Zugstation irgendwo hinsetze? Wäre das besser? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Zuganlage hinsetze, die die Sachen nach da unten bringt, würde das die Industrie ein bisschen ankurbeln?
Weil es steht halt auch die komplette Stadt jetzt und dadurch sterben mir die Leute ab. Nicht so toll. Aber Leute, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!